Ja, bei mir nun, muss ich ja fast sagen, Cheftrainer Sebastian Stache. Sebastian, die Meldung gestern eigentlich nach dem überzeugenden Pokalsieg. Wie hast du sie aufgenommen? Sehr überrascht. Es kam für uns alle total unerwartet. Und es war ein regelrechter Schock für die Spieler, für den restlichen Trainer-Betreuerstab, weil keiner auch nur ansatzweise damit gerechnet hat, dass nach dem Pokal-Halbfinale eine solche Entscheidung getroffen wird. Wir wussten natürlich, dass der Verein nicht zufrieden war mit der Punkteausbeute, insbesondere in der Rückrunde, dass wir da die letzten Spiele auch unnötig Punkte liegen gelassen haben und dass da eine gewisse Unruhe war innerhalb des Vereins, aber auch im Umfeld des Vereins. Das war bekannt. Trotzdem, der Zeitpunkt der Verkündung oder der Entscheidungsfindung, der kam für uns alle sehr überraschend und damit auch dann gestern war es schon komisch hier, muss ich sagen, am Trainingsgelände. Ja. Wie schwer, also wir trainieren unter Profibedingungen, haben auch erfahrene Spieler. Wie schwer fällt es jetzt, den Schalter umzulegen auf Professionalität? Für viele war Christian ja auch, sage ich mal, mehr als nur ein Trainer. Die haben lang miteinander gearbeitet. Wie schwer fällt das jetzt? Also für viele ist es halt auch eine emotionale Geschichte. Und du kannst Emotionen nicht mit dem Fingerschnipsen ausschalten. Das heißt, bei einigen Spielern ist der Kopf gerade unten. Und das ist definitiv keine einfache Situation. Nichtsdestotrotz sind wir alle, ich beziehe mich da auch und das restliche Trainerteam auch mit einem, wir sind alle hier, um erfolgreich Fußball zu spielen. Das heißt, wir sind getrieben durch die Ziele, die wir haben und wir sind alle erfolgshungrig. Und ich denke mal, dass durch die Einheiten heute und morgen und durch das Spiel am Sonntag, wo auch hoffentlich dann eine entsprechende Anzahl an Zuschauern sich einfinden wird, dass da wieder der Fokus auf das Sportliche gelegt werden kann, der Schalter umgelegt werden kann. Und dann wäre es nichts Schöneres, als auch nochmal durch 3 Punkte Danke zu sagen an Christian, der für den Verein in den letzten Jahren, wie ich persönlich finde, Erstaunliches und Überragendes geleistet hat. Ich denke, das kann man nicht oft genug betonen. Das ist, ich habe ihn ja auch lange Zeit hautnah erlebt und weiß, wie akribisch und detailversessen er im Tagesgeschäft tätig war. Und es ist schade, dass es jetzt so gekommen ist, aber mit heute liegt der Fokus wieder auf dem Sportlichen. Welche Reaktion dürfen wir dann aus dem Sportlichen heraus für Sonntag erwarten? Unabhängig davon, ihr teilt eigentlich die gleiche Spielphilosophie, Christian und du. Auch in der Kürze der Zeit wären auch irgendwelche Maßnahmen eigentlich gar nicht zu erwarten. Welche Reaktion dürfen wir jetzt von den Jungs, von der Mannschaft am Sonntag erwarten? Vollen Einsatz. Also wie du schon gesagt hast, es wird keine Überraschungen geben, was die Taktik oder die Spielphilosophie, die Spielanlage angeht. Da sind wir eingespielt als Team, da haben wir unsere Vorgaben, da haben wir auch die Überzeugung, dass das, was wir machen, das Richtige ist. Wir müssen nur zu dieser Anlage, die sehr spielorientiert ist, ballorientiert ist, müssen wir es hinbekommen, vor allem und in erster Linie hinten sicher zu stehen, kompromisslos zu verteidigen und selbstbewusst auch in die Zweikämpfe reinzugehen. Das ist ganz wichtig. Das ist uns in den letzten Spielen nicht immer so optimal gelungen. Und dann geht es darum, einfach vor dem Tor effektiv zu sein. Also einfach die Chancen, die man bekommt, auch mal eiskalt zu nutzen. Das haben wir in den letzten Spielen leider auch versäumt. Das war eigentlich meiner Meinung nach unser Hauptproblem, dass wir die zahlreichen Chancen, die wir hatten, die wir uns rausgespielt haben oftmals, dass wir die einfach nur nicht in den Tor umgemünzt haben. Und, ja. Du rückst jetzt auch automatisch mit dieser Position etwas mehr in den Fokus. Wir hatten uns mal privat unterhalten, dass du eigentlich da gar keinen so großen Wert drauf legst, im Mittelpunkt zu stehen. Wie gehst du jetzt mit dieser Situation um? Ja, für mich ist das nicht einfach. Also ich bin hier hingekommen mit dem Wissen an der Seite von Christian, die Geschicke hier zu leiten, im Team zu arbeiten und habe auch in meiner Rolle als Co-Trainer ein entsprechendes Verhältnis auch zu den Spielern aufgebaut. Das hätte ich so in dieser nahen oder in dieser fast schon kumpelhaften, würde ich sagen, freundschaftlichen Ebene als Cheftrainer definitiv nicht so machen können. Von daher ist es jetzt ungewohnt und von mir auch nicht so gewollt, das muss ich auch ganz klar sagen. Fakt ist, dass ich hier Vertrag habe und dass es mein Job ist. Von daher mache ich das auch. Auch so gut es mir möglich ist, aber mir wäre es, das kannst du mir glauben, mir wäre es lieber, wenn Christian noch hier wäre.
Mit Sonntag kommt ein Offenbach, ein namhafter Gegner. Es werden sicherlich auch einige Zuschauer kommen. In den letzten Wochen war die Stimmung bei den Spielen immer etwas komisch. Welche Rolle wird die Unterstützung der Zuschauer am Sonntag spielen? Grundsätzlich eine große. Also wir haben ein junges Team auch noch. Und wenn man in den letzten Spielen geschehen, nach 25 Minuten schon negative Bekundungen und Fangesänge mitbekommt, dann tut das keiner Mannschaft gut und uns schon erst recht nicht. Gerade auch im Hinblick auf die Gesamtsituation bei uns. Und dann ist das natürlich alles andere als schön und wünschenswert. Von daher wäre es auch ein Appell an die Fans, Farbe zu bekennen, zu der Mannschaft zu stehen. Sie hat ihren Leader jetzt verloren. Und vielleicht können die Fans einfach jetzt auch ihren Teil dazu beitragen, dass wir in die Erfolgsspur zurückfinden. Denn wir brauchen die Punkte. Wir wollen die Saison möglichst erfolgreich beenden. Und das ist möglich. Wir haben die Qualität dazu. Und was wir noch brauchen, ist das Selbstvertrauen und die Unterstützung der Fans. Gut, Sebastian, ich bedanke mich recht herzlich, dass du jetzt hier auch nach der PK zur Verfügung gestanden hast. Ich glaube, du gehst jetzt raus auf den Trainingsplatz und leitest das Training. Danke, Seppo, und vor allem viel Glück für Sonntag auf 3 Punkte. Dank dir. Ja, bei mir unser Mannschaftskapitän André Kilian. André, einfach mal kurze Frage, wie geht's dir? Ja, wie soll es mir gehen? Also so ganz gut, fühle mich körperlich gut und der Rest ist ja normal. Klar, dass ich mich jetzt nicht freue, dass es dazu gekommen ist, dass der Coach weg ist, aber so ist leider das Geschäft. Habe ja schon einige Trainer auch in meiner Laufbahn gehabt und dementsprechend geht es mir körperlich gut. Sonntag steht Offenbach vor der Tür und darauf bereite ich mich jetzt vor. Wie geht man als Spieler damit um? Du hast ja auch ein engeres Verhältnis zu Christian gehabt, wie auch einige andere Spieler. Wie geht man damit als Spieler jetzt um? Herrscht da jetzt eine jetzt erst recht Mentalität vor oder ist man dann halt geschockt und droht zu verkrampfen? Wie sieht das jetzt in den Spielern aus? Ich kann ja nicht für alle sprechen, ich kann nur für mich sprechen. Also klar ist Christian ein Freund von mir, das sage ich ja auch immer wieder offen und ehrlich, ist ja auch kein Problem und ist jetzt nun mal dazu gekommen. Für mich gilt aber nichts anderes, ich bin Fußballer, ich bin hier hingekommen, um Fußball zu spielen und so will ich es auch in den nächsten Tagen und Wochen machen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass ich dadurch verkrampfe, weil ich bereite mich wie jeden Tag auch aufs Training vor, auf die Spiele vor und dementsprechend versuche ich so professionell wie möglich damit umzugehen. Am Sonntag wartet Offenbach auf uns, werden zahlreiche Zuschauer mitbringen. Wie wichtig ist am Sonntag die Unterstützung von unseren Fans, die in den letzten Wochen aufgrund der sportlichen Situation doch etwas gelitten hast? Also wie wichtig werden die Fans am Sonntag für uns sein? Ja, der Kern der Fans war ja immer mit dabei. Also war auch schon so immer eine gute Unterstützung. Klar, dass es jetzt weniger geworden ist. Jetzt wird es wahrscheinlich auch ein bisschen mehr. Ich weiß gar nicht, ob von unseren Fans jetzt ein bisschen mehr. Können wir ja nur spekulieren. Aber ich weiß, dass die Offenbacher ein paar mitbringen. Und dementsprechend hilft es uns immer, wenn die Fans uns anpeitschen. Und der Kern der Fans weiß, dass wir auch dafür da sind, dass sie auch entlohnt werden dafür, dass sie uns auch Woche und Woche zur Seite stehen und da versuchen wir am Sonntag wieder anzuknüpfen und wenn die Fans uns auch gut unterstützen, denke ich, dass wir hier auch mal wieder einen Dreier erfolgreich einfahren können, ganz einfach. Gut, André, ich danke mich, dass du dich zur Verfügung gestellt hast, du musst gleich raus auf den Trainingsplatz und wünsche viel Erfolg für Sonntag gegen Offenbach und hoffentlich 3 Punkte. Danke dir, André.